Gut. Hey, ja, lass uns spielen. Nein, will ich nicht. Oh Gott. Hier auch noch. Hier Wohnsitz, hier Kinder brauchen Freiraum. Da geht schon mal was, etwas zu Bruch. Ach Gott, ist das ein Show. Echt ein komisches Gefühl, jetzt so zu Ende zu sein mit dem Spiel. Ist doch echt komisch, ey. Und hier, ich gehe hinaus, trotz Kristallnebel. Tja. Warum auch nicht? Naja. Was sagst du? Also, scheint. Meint dieser Fluss reflektiere die Zukunft. Doch ich kann nichts sehen. Nicht mal ich spiegle mich. Tja, woran das wohl liegt. Mutter sagt, alle Menschen sind in einem Frühjahr zu sprechen geworden. Ark, wirst du immer mit mir das Freund bleiben? Ja, ihr seid alle so hart zu mir. Wenn doch nur so springen wie du, Ark. Und so. Ja, ich bin einzig wahre Springer. Yeah, yeah. Okay. Noch mehr Menschen, mit denen ich reden kann? Natürlich, der Shop hier, so klein ein Werkzeug auch ist, so können die Menschen nützlich sein. Menschen geht es genauso. Es gibt auf der Welt keine Person, die unwichtig ist. Weise gesprochen, Händler. Nichts anderes habe ich von meinem besten Händler erwartet. Hier, was meinst du? Kristalle? Ark, von was redest du? So etwas gibt es hier nicht. Was? Was? Es gibt noch nicht mehr, Kristalle in dieser Welt? Und ich habe noch nicht mehr meine Kiste und... Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tja, du wirst in deiner Kiste schlafen, solange bis die Erde etwas an dir hat sich geändert. Hier, naja, alles begann in diesem Zimmer. Ob der Weise alles so kommen sah, wie es sich ereignete? Ich erweckte die Zivilisation und Beruga und färbte die Erde dunkel. Maschinen wollten mich nach Berugas Erwachen töten. Überlebte. Kumari und andere Lebewesen haben mich wiederbelebt. Ich traf mein anderes Ich und erfuhr meine wahre Bestimmung. Werde ich jetzt selber verwirrt gerade? Na, ich weiß nicht. Na gut. Wollt ihr die Truhe nochmal öffnen oder was? Ja! Schade, es funktioniert nicht. Wie bitte? Diese blaue Tür? Das ist die Besenkammer. Bist du in Ordnung? Was? Wieso? Was der Weise? So jemanden kenne ich nicht. Arg, träumst du? Hä? Er hat sich wieder geweckt. Irgendwas ändert sich in Christa. Leute. Gut. Das war's für uns. Das soll unser letzter Schlaf werden. Unser allerletzter Schlaf. Ja. Das soll's gewesen sein. Das war's. Schlafen zum letzten Mal. Ark. Hörst du mich? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Okay. Ich wollte dich in Stockholm als Baby umbringen. Christa galt nur das Wort des Weisen. Da ich dich jetzt als Erwachsener sehe, wird mir etwas klar. Alle Menschen sind Individuen und sollten natürlich leben. Christa wird bald verschwunden sein. Doch der Bund des Schicksals wird uns wieder zusammenführen. Ark, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, alles Gute. Okay. Ark fällt in einen tiefen Schlaf und träumt seinen letzten Traum. Er träumt, er sei ein Vogel und schwebe über der Erde, frei. So, Leute, wir sind doch tatsächlich am Ende des Spiels angekommen. Das war's gewesen. State of Terranigma. Und schauen uns jetzt in kleinen Vorspuleffekt, schauen wir uns hier jetzt mal ein bisschen das Ding hier an. Letzten Worte, die uns hier gegeben werden von Terranigma. Das war also mein erstes Let's Play gewesen. Und es hat mir Spaß gemacht, das Spiel nochmal durchzuspielen. Ich habe doch noch einige Sachen entdeckt, die ich noch gar nicht kannte. Und habe vieles nochmal gemacht. Ich habe viele Kristalle gesammelt, weil ich eigentlich die Erde regieren wollte. Das wird dann wohl auch noch einige Millionen Jahre warten, bis das geschehen wird. Warten, pennen wir einfach so lange, bis wir Melina wieder treffen werden. Bis Fluffy wieder gebraucht wird. Aber gut, wir werden nicht wieder aufwachen. Das war's dann wohl. Und wir fliegen und fliegen und fliegen.
schauen uns das Land an. Oh mein Gott. Und sehen uns sogar Züge an. Züge, wie sie alle rumfahren. Jo. Oh Gott. Und wie lange diese Credits brauchen. Da sind sie echt stolz drauf gewesen. Hier nochmal zu sehen. Ein sehr, sehr modernes Flugzeug. Ach du Scheiße. Ich meine aber, am Ende passiert nochmal was. Das schauen wir uns das doch nochmal gerne an. Oh, guckt euch das an. Sogar Städte haben sie überall gebaut. Und das sehen wir uns alle. Oh, guck mal, wie schnell der Vogel fliegen kann. Wum, wow. Ich bin gerade voll in ein Gebäude reingeflogen. Naja, egal. Fliegen und fliegen. Und fliegen und fliegen und fliegen. Copyright. Quintet Kamui 1996. Okay. Wir landen. Und was passiert hier? Was ist denn jetzt? Da klopft jemand. Da klopft jemand. Wo ist denn das? Christa oder was? Der los. Ich komme. Wer kommt? Elina. Wer kann das sein? Es ist doch schon nach Mitternacht. Das kann ich sagen, wer das ist. Wer ist da? Tja. Leute, wer da ist? Auf jeden Fall will sie ihn unbedingt sehen. Und nein, es passiert nichts mehr. Denkt euch euren eigenen Teil dazu, wer da jetzt gestanden hat. Ich werde es euch nicht sagen. Es ist wirklich, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber eigentlich ist die logischste Sache, könnt ihr euch ja jetzt denken, im Arx-Traum. Tja. Wir sind alle glücklich. Und an diesem Punkt, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für das ganze Kommentieren. Also, ihr seid echt alle super. Ihr habt mich bis jetzt echt alle sehr super unterstützt und ich freue mich echt darüber. Es macht mir sehr viel Spaß hier alles. Und nicht, dass ihr denkt so, was ist ich? Also es macht mir keinen Spaß, es macht mir wirklich Spaß. Und es freut mich jedes Mal, wenn ich Kommentare sehe, es freut mich jedes Mal, wenn mir jemand was bewertet. Es freut mich darüber, dass doch schon so viele Leute Interesse an meiner Arbeit gefunden haben. Dass Leute sich auch N-Ball angeguckt haben, dass Leute sich Silver angucken. Und das steht mich auch irgendwie so ein bisschen, dass meine Arbeit doch gar nicht so schlecht ist. Und das macht mich schon ein kleines bisschen stolz. Ich sehe euch dann bei meinem nächsten LP. Und da muss ich jetzt mal gucken, was ich anfange. Also Leute, passt auf euch auf und wir sehen uns dann nächstes Mal bei unserem nächsten LP. Tschüss!